Pflichtspieldebüt für den FSV Zwickau in Weiß in diesem Jahr. Nach Corona-Ausfall am letzten Wochenende heute der Jahresauftakt für das Team von Joe Enox beim Tabellenvierten, dem SV Meppen. Erst Ende der Woche hatte der Coach seine Spieler nach einigen Corona-Fällen und der folgerichtigen Quarantäne wieder weitestgehend beisammen. Der Spielfreude hat das keinen Abbruch getan. Der erste gefährliche FSV-Angriff prima durchkombiniert. Und am zweiten Pfosten steht Horn, die 1:0-Führung für die Westsachsen in der dritten Minute. Horns erstes Saisontor. Hauptmann mit dem Tänzchen vor der Grundlinie und Horn hält nur noch den Fuß hin. Meppen hinter dem FCM, die zweitbeste Heimmannschaft der Liga, nicht lange geschockt. Sukuta Pasu verpasst diese scharfe Hereingabe in der achten Minute nur knapp. Danach eine Weile Leerlauf bis zur 24. Minute. Fassbender kommt an die Kugel. Aus der Drehung Volley an den Pfosten. Da hätte Zwickau-Keeper Brinkies das Nachsehen gehabt. Meppen drückt, gute halbe Stunde gespielt. Hämlein mit dieser tückischen Flanke. Brinkies kommt nicht ran und Nkansa köpft die Kugel unter die Latte ins eigene Tor. Das kuriose 1:1. Der Stadionsprecher gibt Flankengeber Hämlein als Torschütze an. Als letzter am Ball ist aber der Zwickauer Nkansa. 1:1 der Pausenstand in dieser unterhaltsamen Partie vor zugelassenen 500 Zuschauern. Zweite Hälfte, die Gastgeber gleich wieder gefährlich. Der starke Fassbender nicht vom Ball zu trennen. Hämlein passt auf Blacher und der einige Meter drüber. Beide Teams wollen diese drei Punkte. Um jeden Ball wird vehement gefightet. Zwickau kämpft sich buchstäblich zurück in die Partie und hat in der 64. Minute die große Chance zur Führung. Lukoc steht blank. Domaschke, Meppens Torwart, verhindert den Treffer der Gäste. Zwickau jetzt besser. Meppen mit Standards gefährlich. Fassbender trifft zum zweiten Mal nur Aluminium. Super Kopfball des 23-Jährigen. Und Balmert jagt den Nachschuss in die Wolken. Aus dem Spiel heraus aber die Schwäne gefälliger. Horn flankt und dann wird es vogelwild. Am Ende schießt Fassbender den eingewechselten Starke an und Zwickau führt 2:1. Der FSV-Joker steht goldrichtig. Starke blockt den Ball über die Linie. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Der eingewechselte König, resolut aber fair, gegen Domaschke, die Kugel prallt zu Baumann. Der hat nur wenig Mühe, zum 3:1 einzuschieben. Baumann mit seinem 6. Saisontor. Die Sachsen machen den Deckel drauf. Meppen mit der 2. Pleite im neuen Jahr. Zwickau gelingt trotz großer Corona-Sorgen ein Jahresauftakt nach Maß. Die Sachsen bleiben Tabellen 13., vergrößern den Vorsprung auf die Abstiegsplätze.